Vielen Dank für die Ich bin heute in Bremen auf der palästinensischen Demo. Als nächstes haben wir heute einen Redner. Er war früher Rechtsanwalt und ist heute aktiv im Bremer Friedensforum und ist im Vorstand der IALANA Deutschland, einer Vereinigung von Juristen für Friedensrecht. Meine Damen und Herren, ich bitte euch mit einem kräftigen Applaus, Herrn Gerhard Weisch zu begrüßen. Gerhard Weisch. Liebe Freundinnen und Freunde, ich danke euch, dass ich hier als Mitglied des Bremer Friedensforums zu euch sprechen kann. Ich war im Jahr 2000 und wieder 2010 für einige Zeit in Israel. 2 Wochen auch in einer Familie in der arabischen Stadt Tamra in der Nähe von Haifa. Dort habe ich die täglichen Zurücksetzungen hautnah erlebt, wie die benachbarten Siedler plötzlich mit dem Gewehr im Anschlag den Zugang zu den eigenen Feldern versperrten oder in Jerusalem das Militär grundlos den Gläubigen den Zugang zum Freitagsgebet auf dem Haram verweigerten. Auch ich wurde wütend über die Serie von Demütigungen, über das völlig zweigeteilte System mit Straßen, die nur die einen nutzen durften, über Schikanen an den Kontrollpunkten. Und immer wieder wurde man bei gemeinsamen Unternehmungen mit den arabischen Freunden auch als Mensch zweiter Klasse behandelt. Die Grunderfahrung von Apartheid. Ich verstand damals, dass ich die ethnische Säuberung Palästinas, die systematische Vertreibung der Palästinenser aus ihrer Heimat, nicht beschränkt auf die Zeit der Nakba, sondern ein Programm aller Regierungen Israels geblieben ist. Heute sind Vertreibungsmaßen überall in Palästina zu sehen, von Ost-Jerusalem bis in den Negev, im Westjordanland und vor allem und total in Gaza. Seit dem Wahlsieg der Hamas in Gaza im Jahr 2006 und der vollständigen Abriegelung durch Israel in 2007 ist Krieg in Gaza. Nicht genug, dass die Menschen unter der illegalen Blockade und dem Eingesperrtsein leiden. In immer neuen Angriffswellen kommt es zu Kriegen, mal tagelang, dann wochenlang und nun seit über 7 Monaten mit unvorstellbar schrecklichen Opfern unter der Zivilbevölkerung, der Zerstörung fast aller Wohngebäude und der für das Zusammenleben notwendigen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Moscheen und Schulen. Angefangen hat es im September 2007. Damals erklärte Israel den Gazastreifen zur feindlichen Entität, zum feindlichen Etwas. Es blieb unklar, was das eigentlich sein sollte, das haben sie bewusst nicht definiert. Die Lebensbedingungen wurden seither gezielt immer mehr verschlechtert. Gaza sollte wirtschaftlich ruiniert und unbewohnbar werden. Und schon der erste Gaza-Krieg 2008 zeigte, wie sich Israel keinen Deut kümmert um die wichtigste Garantie des Kriegsvölkerrechts, den unbedingten Schutz der Zivilbevölkerung. Nur Kämpfer dürfen angegriffen werden. Wir erinnern uns, am 27. Dezember 2008 begann die israelische Armee ohne Vorwarnung ein vernichtendes Bombardement des Gazastreifens, dem sie den Codenamen gegossenes Blei gegeben hat. Ziel dieser Operation war das Ende des Raketenbeschusses durch bewaffnete Gruppen, insbesondere der Hamas. Als nach 3 Wochen der Waffenstillstand ausgerufen wurde, waren damals 1400 Palästinenser tot, darunter 300 Kinder, Hunderte von unbewaffneten Zivilisten. 1600 Kinder und über 800 Frauen wurden verwundet. Ganze Bereiche des Gazastreifens waren damals bereits dem Erdboden gleichgemacht worden. Tausende wurden obdachlos und wirtschaftlich ruiniert.
Die eklatante Asymmetrie dieses Krieges zeigte sich vor allem bei den Todesopfern. Auf israelischer Seite starben insgesamt 10 Soldaten und 3 Zivilisten. Die Welt war damals schon aufgebracht über die offensichtliche Verletzung des Völkerrechts durch die israelische Armee. Die UNO veranlasste eine ausführliche Untersuchung, den Goldstone-Bericht, der auf 500 Seiten die einzelnen Kriegsvorgänge analysierte und der Hamas, aber vor allem Israel, zahlreiche Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht nachwies. Unter anderem die Anwendung des Dahia-Prinzips. Danach macht die israelische Armee jedes Stadtviertel dem Erdboden gleich, wenn vermutet wird, dass von dort aus Terroristen auf Israel schießen. Ein offensichtliches Kriegsverbrechen. Israel wies aber alle Kritikgremien zurück und berief sich auf das Selbstverteidigungsrecht und beschimpfte die 4 Verfasser des UNO-Berichts als Antisemiten. Es konnte aber nicht verhindern, dass die UNO-Vollversammlung den Bericht mit großer Mehrheit angenommen hat. Ungeachtet aller Proteste nach 2008 und bis 2021 hat Israel immer wieder Gaza bombardiert und versucht, die Hamas militärisch zu vernichten. Durch die rücksichtslose Kriegsführung und totale Abriegelung wurde der Gazastreifen zu einem Ort, der nicht mehr zu einem menschenwürdigen Leben taugt. Völlig zerbombt, oft ohne Strom, ohne funktionierende Wasser- und Abwasserversorgung, mit einem Minimum an Lebensmitteln und kaum Materialien für den Wiederaufbau. Versuche aus der internationalen Solidarität, die Blockade durch Hilfe von der Seeseite her aufzubrechen, wurden im Ansatz verhindert. Ich erinnere nur an die Kaperung der Gaza-Flotilla in internationalen Gewässern. Auch jetzt stehen wir fassungslos dabei, wie die Armee Israels Woche um Woche die Zerstörung Gazas vorantreibt und die Millionen Menschen dort nur noch als Hindernisse ihrer Zerstörung wahrnimmt, die man ausgebombt, ohne Schutz und ausreichende Nahrung hin und her schieben kann, völlig desinteressiert an ihrem nackten Überleben. Gestern, vor einer Woche, hat der Internationale Gerichtshof zum 3. Mal seine vorläufigen Maßnahmen zur Verhinderung eines Völkermords verschärft und Israel aufgefordert, sofort alle Maßnahmen im Bereich Rafah zu stoppen, die in Juristendeutsch ausgedrückt, Zitat, Lebensbedingungen auferlegen, die zur teilweisen oder vollständigen Vernichtung der Bevölkerung führen können. Es findet ja längst statt. Netanyahu macht ungerührt weiter. Als Antwort auf den jüngsten Beschluss des Internationalen Gerichtshofs wurde in Rafah 2 Tage später ein Zeltlager mit Raketen angegriffen. Wieder starben Frauen und Kinder. Der internationale Protest wächst, aber nicht entschieden genug. Und Deutschland? Für mich ist es beschämend, dass unsere Regierung Israels Krieg gegen Gaza nicht kritisiert, dass sie nicht bereit ist, im Beispiel von Norwegen, Irland und Spanien zu folgen und Palästina als Staat anzuerkennen, dass stattdessen weiter Waffen nach Israel geliefert werden, die in Gaza zum Einsatz kommen und dass unsere Regierung sich sperrt gegen die Aufnahme Palästinas als Mitglied der Vereinten Nationen. Es ist wirklich beschämend. Israel hat offensichtlich keine Strategie für die Gestaltung der Beziehungen zu den Palästinensern in Ost-Jerusalem, in Gaza und in der Westbank. Militärisch lässt sich der Konflikt aber nicht beenden. Die Menschen werden ihre Häuser in Gaza wieder aufbauen, ihre Felder wieder herrichten und sich nicht in Luft auflösen. Sie werden sich nicht erneut vertreiben lassen, denn Gaza ist ihre Heimat. Ihnen gehört unsere Solidarität.
Und wie es schon in dem Bericht von Goldstone heißt, das Volk von Palästina hat das Recht, sein eigenes politisches und wirtschaftliches System frei zu wählen, inklusive das Recht auf Widerstand, mit ihm das Recht auf Selbstbestimmung sowie das Recht auf Leben in seinem eigenen Staat in Frieden und Freiheit durch Gewalt verweigert wird. Der Gaza-Krieg muss aufhören. Die Besatzung der Westbank und Gaza muss beendet. Die Grenzen in Gaza müssen geöffnet werden. Die Menschen dort wollen leben, ihr Land wieder aufbauen. Sie wollen frei sein. Free Gaza, free Palestine. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! So, vielen Dank nochmal an unseren Redner für diese wirklich sehr starke Rede. Als nächstes haben wir heute eine Rednerin, ihr kennt sie bestimmt alle von den Demonstrationen, wenn ihr vorher schon mal hier wart. Sie ist immer sehr, sehr engagiert unterwegs und verteilt immer Buttons, die sie mit ganz viel Liebe und Handarbeit für euch immer wieder Woche für Woche vorbereitet. Sie war früher Vorsitzende bzw. Vorstandsvorsitzende des Muslimischen Hochschulbundes in Bremen. Und dann würde ich euch alle einmal bitten, mit einem kräftigen Applaus Hanna Tayyip willkommen zu heißen. Frieden sei mit euch und die Barmherzigkeit Allah und seine Segnung. Als ich letzte Woche von der palästinensischen Gemeinde Bremen gefragt wurde, eine Rede zu halten, habe ich mich als erstes gefragt, was ich erzählen soll. Was soll ich sagen? Wer bin ich, dass ich vor euch stehe und etwas erzähle? Aber schließlich habe ich mich wieder, wie jedes Mal, ins Gedächtnis gerufen. Es geht hierbei nicht um mich, nicht um uns, die alle heute hier stehen oder die mit dem Herzen mit uns sind, weil sie nicht hier sein können. Es geht um die Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Und solange nur einer von uns hier steht, ist die Hoffnung nicht verloren für ein Free Palestine. Ich bin keine Palästinenserin. Ich habe keine palästinensischen Eltern, Geschwistern, Onkel, Tanten, Cousins und Cousins, die in Palästina leben. Nur eine Großmutter, die in der Nakba als Kind mit ihrer Familie einen Ausflug von zu Hause ins Unbekannte wahrgenommen hat und sie die Realität schnell einholen sollte. Ich habe ihr von den Demonstrationen, die in Bremen stattfinden, erzählt und habe sie gefragt, ob sie ein paar Wörter und Gedanken mit uns teilen möchte. Sie lebt in Jordanien und spricht Arabisch. Ich habe ihre Nachricht für euch ins Deutsche übersetzt und würde gerne einen Teil der Zeit, die mir gegeben wurde, ihr schenken. Erzähl ihnen vom Jahr 48. Erzähl ihnen, dass die Juden meinen Vater sagten, dass wir das Haus verlassen sollten. Er wollte Geld und wichtiges Hab und Gut mitnehmen. Da haben sie ihm gesagt, nein, Habibi, nimm nichts mit. Wir werden es durchsuchen und dann kannst du zurück in dein Zuhause. Sag ihnen, dass sie uns dann in die Berge vertrieben haben und ich mich mit meinen Geschwistern uns dreimal verlaufen haben und getrennt von unserer Familie waren. Sag ihnen, dass meine Großmutter auf dem Weg in den Bergen verdurstet ist. Ich persönlich erinnere mich immer sehr gut daran,
wie meine Großmutter in Tränen ausbricht, als sie über ihre Heimat sprach und ihren Sohn anflehte, sich nach Palästina zu bringen, nur damit sie von Weitem ihr Zuhause sehen kann. Sie weiß, dass sie nie wieder hinein kann, weil dort andere Menschen ein Leben aufgebaut haben. Aber sie möchte nur ein letztes Mal, dass ihr Augen und ihr Herz mit dem Anblick ihres Zuhauses Ruhe finden. Es schmerzt mich jedes Mal, wenn ich ihren Blick vor den Augen habe und ihr diesen Traum nicht erfüllen kann. Free, free, Palestine! Free, free, Palestine! Free, free, Gaza! Free, free, Gaza! Es ist ironisch, dass wir vor einer Woche 75 Jahre Geburtstag des deutschen Grundgesetzes gefeiert haben. Das Grundgesetz steht für die Menschenwürde, die unantastbar ist oder sein sollte. Nur, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Gaza, Palästina, Sudan, Kongo und auf der ganzen Welt. Unsere Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit für Palästina, die durch das Grundgesetz geschützt ist, steht vor einer großen Gefahr. Die aktuelle Situation wird dafür missbraucht, die Freiheit, die wir haben und von denen wir Gebrauch machen, zu kriminalisieren und damit die Menschenwürde in Deutschland und Palästina mit Füßen zu treten. Es ist bemerkenswert, dass deutsche Gerichte den Sicherheitsbehörden klar gemacht haben, dass nicht unsere Parolen wie Kindermörder Israel rechtswidrig sind, sondern dass die Verbote dieser Parolen und somit auch die strafrechtliche Verfolgung deren, die sie äußern, rechtswidrig waren. Gleichzeitig ist es absurd und konservativen Parteien wie die CDU und FDP nun die Gerichte, die Hüter des Gesetzes, kritisieren, weil ihnen anscheinend nicht passt, dass die Gerichte die Verfassung gegen politischen Missbrauch schützen. Olaf Scholz, jubeln Sie! Olaf Scholz, jubeln Sie! Olaf Scholz, jubeln Sie! Olaf Scholz, jubeln Sie! Palestine will be frei! Palestine will be frei! Palestine will be frei! Palestine will be frei! Mein Onkel hat mir immer davon erzählt, wie er in seiner Studienzeit an der Universität Bremen protestiert hat und die Universität wortwörtlich beschlagnahmt haben. Vorlesungsräume, Fluren und Gebäude wurden von den Studierenden übernommen. Weder die Leitung der Universität noch die Polizei haben eingegriffen. Etwas, wovon man heute nur noch träumen kann. Sie wurden von Seiten der Universität nicht daran gehindert, ihren Protest durchzuführen. Doch am 8. Mai 2024 wurde ein Camp an der Universität Bremen, an dem ich teilgenommen habe, innerhalb von Stunden aufgelöst. Dies ist leider kein Einzelfall. Berlin, New York, Den Haag. Überall finden die Tabuisierung von Protesten statt, sei es auf der Straße oder an Universitäten. Für mich ist es sehr erdrückend und besorgniserregend, dass die Universität, in der mein Onkel und meine Mutter studiert haben, so einen Kurswechsel vollzogen hat. Universitätsproteste sind durch die Geschichte hindurch ein Spiegelbild des gesellschaftlichen Zustandes und der Sehnsucht nach Veränderung. Sie symbolisieren den unaufhaltsamen Drang der Jungen, sich gegen Ungerechtigkeit aufzulehnen und auf eine bessere Zukunft zu kämpfen. Diese Bewegungen sind ein Beweis dafür, dass Bildung nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch den Geist des Widerstandes und der Revolution nährt. Die Geschichte zeigt, dass wenn Studierende auf die Straße gehen, die Welt aufhorcht
und sich etwas verändert. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Und auch wenn wir heute auf dieser Demonstration für Palästina stehen, bitte vergesst nicht die Menschen in Sudan, Kongo, Jemen, die Uiguren in den Konzentrationslagern in China und alle anderen unterdrückten Menschen, die es nicht heute in meine Rede geschafft haben. Der die israelische Regierung kritisiert, wird stigmatisiert und als Antisemit bezeichnet. Heute hat dies sogar einen absurden Höhepunkt erreicht, wo Juden selbst als Antisemiten bezeichnet werden. Juden werden im gesamten Chaos missbraucht und stigmatisiert. Es sorgt auch dafür, dass das Wort Antisemitismus verharmlost wird und an Wirkung verliert. Dies dürfen wir nicht zulassen. Ja, die christlichen und muslimischen Palästinenser leiden. Aber bitte vergisst nicht auch eure jüdischen Geschwister, die Seite an Seite für das Gleiche kämpfen wie wir alle. Freiheit für Palästina und Gaza! Die Kriminalisierung der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation in Palästina und der Welt ist mehr als nur besorgniserregend. Menschen werden bedroht, angegriffen, verlieren ihre Arbeit und ihr sicheres Umfeld. Wir leben in einer Zeit, in der wir verlernt haben, miteinander zu reden, aufeinander zuzugehen und mit Respekt und Würde zu sprechen. Wenn sogar der Prophet Mohammed, Frieden und Segen seien auf ihn, den Menschen in Mekka verzeihen konnte, die ihn aus seiner Heimat vertrieben haben und ihm schlimme Dinge angetan haben, die wir uns nur schwer vorstellen können, dann sollten wir diesem Beispiel folgen. Zum Schluss möchte ich noch eine kurze, minimale Kritik in Form einer Parole mit euch teilen, weil ich finde, die Menschen in Gaza müssen hier eingeschlossen werden. Also freue ich mich, wenn ihr jetzt kurz mitmacht. Kindermörder! Kindermörder! Israel! Kindermörder! Israel! An die Schwester für diese Rede, für das erste Aufheizen für unseren heutigen Marsch. Ich habe auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir packen jetzt unsere Sachen zusammen und in wenigen Augenblicken laufen wir dann los Richtung Steintor. Ich würde gerne noch was sagen, wenn es euch recht ist. Wenn ihr erlauben dürft, darf ich die Mikrofon in der Hand halten. Wenn es euch recht ist. Ich war gestern in Hamburg, wir haben die Außenministerin. Du reicht nächste Woche, weil diese Woche das Programm ist zu Ende. Wir müssen jetzt wirklich laufen. Ne? Yeah!
jetzt nach vorne machen. Weiter steht, da bist du da hinten.
dir das mal an. Yeah.
Alter, das sind mehr als 400. Was ist denn? Nicht? Guck dir das mal an, da ganz hinten. Das sind mehr als 400. Was? Was denn? Hä? Lassen wir uns das drüber gehen. Boah, Alter. Das Mal jemand zählen, ey. Was? Ich kann das nicht. Nö, das habe ich jetzt genug. Nö. Was? Nicht gut. Hinter uns? Was ist da? Vorne hilft dir. Ja. Ich muss hier rüber. Guck dir das mal an. Freiheit für Palästina! Freiheit für Gaza! Freiheit für Gaza! Freiheit für Gaza! Gaba, Gaba, wo bist du?
Faschisten! Zionisten sind Faschisten! Tötet Kinder und Zivilisten! Tötet Kinder und Zivilisten! Tötet Frauen und Zivilisten! Tötet Frauen und Zivilisten! Stopp! Stopp! Stopp den Mord! Stopp! Stopp! Stopp den Mord! Jetzt! Jetzt! Jetzt sofort! Deutsche Waffen, deutsches Geld! Drittes Kind auf dieser Welt! Deutsche Waffen, deutsches Geld! Drittes Frauen auf dieser Welt! Deutsche Mädchen lügen! Yeah.
Thank you.
unser Parolen, ihr kennt das schon. Jetzt auch zu Hause. Nee, kommt man nicht durch. Lass uns hier wieder zurück. Angebaut Flüchtlingslager!
Bürger sind vermeidbares Kriegsverbrechen und keine unvermeidbare Naturkatastrophe. Das Kind hat einen Namen. Israel begeht einen Völkermord und Kriegsverbrechen. Was ist daran so schwer? Ich möchte euch gerne das Testament eines 10 Jahre alten Jungen aus Gaza namens Mohammed Abdul Qadir al-Husseini vorlesen. Er ist bei lebendigem Leibe diese Woche in Rafah verbrannt. Wenn ich sterbe oder im Krieg als Märtyrer falle, werde ich die arabischen Führer, die uns im Stich gelassen haben, niemals vergessen. Wir haben schwere Tage ohne Essen und Trinken durchgemacht und trotz meines jungen Alters habe ich eine Belagerung erlebt, die mein Haar grau werden ließ. Möge Allah euch nicht vergeben und euch nicht verschonen. Aber verzeih mir, Mutter, ich liebe dich sehr. Sei nicht traurig über meinen Abschied von dieser Welt. Mein Brief an die Menschen aus Ägypten, Jemen, Jordanien, Algerien, Libyen, Libanon, Tunesien, Sudan, Somalia, Malaysia, sowie an alle Völker, die uns unterstützen. Das verlassene Gaza ist euch anvertraut. Das vergessene Gaza ist euch anvertraut. Ich schwöre euch und hinterlasse euch mein Vermächtnis. Ich liebe euch sehr. Ich glaube daran, dass ihr uns nicht im Stich lassen werdet. Und das sind die Worte eines 10-jährigen Jungen. Eines 10-jährigen Jungen. Was ist das für eine Welt, rate ich euch? Ich will nicht in so einer Welt leben. Und deswegen bin ich jede Woche hier. Und deswegen werde ich auch in den nächsten Wochen hier sein. Und deswegen seid ihr hier, weil ihr eure Menschlichkeit bewahrt habt. Weil ihr wisst, was es heißt, zu leiden. Weil ihr das Leid seht. Weil auch ihr einen Vater gesehen habt, der den leblosen Körper ohne Kopf seines kleinen Kindes in die Kammer gehängt hat. Ein Journalist aus Gaza berichtet auch, er habe einen Jungen gesehen, der in ein brennendes Zelt rannte, um seiner Mutter zu helfen, die nicht gehen konnte. Ein kleiner Junge. Aber wegen der Hitze des Feuers konnte man ihn nicht mehr hinterherlaufen und ihn erreichen. Er war mutiger als wir alle hier. Und was war, nachdem das Feuer aus war? Man hat ihn gefunden. Verbrannt, wie er die Leiche seiner Mutter umarmte. Shame on you! 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 Es gibt noch Hunderte, Tausende, nein, 15.000 Geschichten, die ich euch erzählen könnte. Von Kindern, die auf die Welt gekommen sind und direkt am Hungerstod gestorben sind, weil die israelische Regierung den Hunger als Kriegswaffe benutzt, was ein Kriegsverbrechen darstellt. Weil dort Menschlichkeit nicht an der Tagesordnung ist. Ich kriege diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Aber das ist auch richtig so. Denn ich will,
am Tag des jüngsten Gerichts bezeugen, was diese Menschen den Palästinensern für Leid angetan haben. Ich hoffe, dass ich diese Bilder nie wieder aus dem Kopf kriege und am Tag des jüngsten Gerichts für alle Palästinenser, für die 35.000 Toten Zeuge sein kann, was ihnen angetan wurde. Palästina stirbt, stirbt die ganze Menschheit. Das sagte Kolumbiens Präsident. Aber warum sagt er das? Weil Palästina die letzte Hoffnung finden an den Glauben der Menschlichkeit ist. Und an diesem Glauben halten wir fest. Mit allem, was sie haben, weil wir das nicht akzeptieren können, dass der letzte Funke Menschlichkeit von dieser Erde geht. Deswegen werden wir mit allem mithin, die wir haben, für Palästina einstehen. Und es ist nicht nur für Palästina, es ist für die ganze Erde. Denn wie ich schon sagte, stirbt Palästina, stirbt die ganze Menschheit. Welches ihr auf dem Gewissen habt, habt ihr später zu verantworten. Immer wenn ich ein Baby sehe, geht ein Gänsehaut zu meinem Körper. Ich verliere einfach mehr Glaube an der Menschlichkeit. Wer hätte das gedacht, dass wir uns am 1.6.2024, nach dem, was in Deutschland passiert ist, am Zweiten Weltkrieg hier stehen und noch einmal sich die Geschichte wiederholt. Und wir noch einmal für Frieden protestieren müssen. Wer hätte das gedacht? Wir sagen doch die Lieder! Deutschland kann sich für den Zweiten Weltkrieg bei Israel entschuldigen. Sie können um Entschuldigung bitten bei der ganzen Menschheit. Aber wir, die hier stehen, wir sind Israel nicht schuldig. Wir sind dir nicht schuldig, weil wir unseren Brüdern und Geschwistern in Palästina alles wegnehmen wollen. Aber nein, nicht mit uns! Nicht mit uns! Verraten, geh in Häuser, wo Leichen liegen. Urinieren auf die Leichen und sie schauen zu. Wie kann das sein? Wie kann man so verblendet sein? Und dann sagen die, der 7. Oktober ist schuld. 7. Oktober 1950, 7. Oktober 1951, 7. Oktober 1960, 7. Oktober 1970. Sicher, 7. Oktober! Was ist vor dem 7. Oktober passiert? Was war vor 70 Jahren in Palästina? Und wir laufen, dann laufen so ekelhafte Menschen hier rum, die hier stehen und sagen, ja, die sollen die Geiseln freilassen, lass die Geiseln frei. Ja komm, hier, ich mach das auf. Du tust so, ob ich die Geiseln drin habe.
Was hat ein palästinensisches Baby mit einer Geisel auf Israel zu tun? Es reicht mit euren Lügen. Mann, schaltest du dich so dumm auf, wie du da stehst und sagst, dass Israel gerade nur einen Fehler begeht. Nein, Israel begeht gerade einen Genozid und diese Zeitzeuge. Sekretär der SPD. Und er hat es sich immer noch schwer getan, zu sagen, das, was in Gaza, Palästina passiert, dass das Völkermord war so ist. Die haben immer noch nicht den Mut dazu, das zu sagen, was dort passiert, liebe Freunde. Und wir werden das aber mit euch gemeinsam, mit eurer Unterstützung schaffen. Inshallah, nächste Woche sind die Wahlen. Ich appelliere an alle. Das Demonstrieren ist ein wichtiges Recht, was wir haben. Aber solange wir nur demonstrieren und in den sozialen Medien unsere Meinung sagen, hören wir uns nur gegenseitig zu. Wir müssen das machen, was die anderen da oben machen, und zwar über uns entscheiden. Und das können wir nur, wenn wir gemeinsam unsere Stimme ins Parlament tragen. Und ich schaue mal in den über mich erzählen, damit ihr begreift, wofür wir hier sind und warum wir hier kämpfen und wofür ich kämpfen werde. Viele Freunde haben mich in den letzten Wochen und Tagen, Wochen wirklich gefragt, warum ich nicht bei den etablierten Parteien daran teilgenommen habe.
Da wäre ich doch in kürzester Zeit viel erfolgreicher. Ich habe gesagt, was ist denn Erfolg für dich? Oder für euch? Macht, Ruhm, Geld, das ist nicht für mich Erfolg, liebe Freunde. Für mich ist Erfolg, dass ich hier mit euch stehen kann, und zwar auf der Seite der Gerechtigkeit. Und zwar, wenn ich am jüngsten Tag des Gerichts vor Allah stehe, dann werde ich sagen, Allah, diese Menschen waren mit mir dort und haben für die Gerechtigkeit gekämpft. Die haben für heute Palästina gekämpft. Die haben für Fernsehen gekämpft. Inshallah werden wir das schaffen. Und bitte, 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 ich appelliere nochmal, ich sage es nochmal mit aller Klarheit, es ist wichtig, dass wir auf die Straßen gehen und unsere Meinung äußern wollen. Aber ihr wisst ja, wie die Meinungsfreiheit in Deutschland mittlerweile deklariert wird. Ein Koran zu verbrennen, ist Meinungsfreiheit. Aber diesen Schal zu tragen, ist keine Meinungsfreiheit. Und dagegen werde ich schon auf die darüber gesprochen, ob Islam ein Teil Deutschlands ist. Aber einige Politiker haben es immer noch nicht begriffen. Der Islam ist überall. Auch wenn sie die ganzen Moslems auf diesem Planeten umbringen würden, der Islam wird bis zum Weltuntergang bleiben. Denn der Islam ist in den Bergen, in den Tieren, überall in der Luft, in der Atmosphäre, überall ist der Islam. Es ist an der Zeit, wir sind eigentlich viel zu spät, liebe Freunde. Wenn wir uns die Geschichte mal anschauen, immer wird erzählt, dass der Islam schlecht ist. Die Muslime sind schlecht, gleichzusetzen mit Terrorismus, aber dem müssen wir endlich ein Ende setzen. Entweder halten wir jetzt gemeinsam und kämpfen dagegen an, und das machen wir, indem wir demonstrieren, auf die Straße gehen, unsere Meinung äußern, und bitte, 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 geht wählen. Weil wenn wir nicht wählen gehen, dann entscheiden Baerbock und Scholz und wie sie alle heißen, über eure Zukunft und unsere Zukunft. Yeah.
Stopp die Besetzung, stopp den Mord! Stopp die Besatzung, stopp den Mord! Jetzt, jetzt, jetzt sofort! Jetzt, jetzt! Thank you.
Von hinten auf, ist doch egal. Israel! 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 Israel!
Yeah.
Gebäude! Deutschland finanziert! Deutschland finanziert! Israel bombardiert! AfD applaudiert! CDU applaudiert! Yeah.
Arbeit, ne? Arbeit, Arbeit. Ja, hallo, Bus. Hallo. Moin. Moin. Wir werden jetzt erstmal ein Gebet auf Deutsch sprechen und danach werden wir das Ganze nochmal auf Arabisch machen. Ja, Allah, du bist der Allerwahre und der Barmherzigste, der Mächtigste, der Schöpfer von Himmel und Erde. Ja, Allah, beschütze unsere Geschwister in Palästina und helfe ihnen in ihrer Not. Ja, Allah, lass den Sieg für sie nahe sein und vergebe uns für unsere Schwäche und Kraftlosigkeit. Ja, Allah, schenke ihnen Kraft, wenn jede Hoffnung begraben wird. Jenen, die ihre Kinder verloren haben. Jenen, die ihre Eltern verloren haben. Und jenen, die Teile ihrer Liebsten suchen mussten, um sie begraben zu können. Umhülle ihre Herzen mit Sabr und Iman und belohne sie mit den Gärten des Paradieses. Ja, Allah, vergib uns und lass uns zu denjenigen gehören, die für die Gerechtigkeit aufstehen und ihre Stimmen erheben. Auf dass wir in Jannah all diese Kinder umarmen können, die in dieser schlimmsten Form ermordet wurden. Ja, Allah, du bist es, wer ihre Situation ändern kann. Und wer außer dir könnte alles ändern? So schenke ihnen den Sieg, auf dass der größte Gewinn des Jannah al-Firdaus auf sie wartet. Allahumma amin. Was ist da passiert? الذي يغيظ الكفار اكو الله سنقف ان شاء الله يوم القيامه ووجهنا ابيض باذن الله اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الطول والانعام اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذ الشرك والمشركين اللهم كل اخواننا في فلسطين اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم اللهم وشافي وعافي جرحاهم وتقبل اللهم شهداءهم وتقبل اللهم شهداءهم اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين أن تفرج همهم وأن تنفس كربهم وأن تأوي مشردهم وأن تطعم جائعهم اللهم وتقبلهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. الفاتحة. Aufmerksam zu machen. Und es ist an der Zeit, dass jeder Einzelne von uns und jeden um sich herum mitzieht, um aufzustehen und jedes Mal an jedem Protest, an dem er nichts Wichtiges zu tun hat, mitzumachen. Wir können und wir dürfen einfach nicht wegsehen, wenn über 31.000 Menschen umgebracht werden, davon über 16.000 Kinder. Es ist unsere menschliche Pflicht, ein Zeichen zu setzen und für das Leben und für die Gerechtigkeit zu kämpfen.
Es kann nicht sein, dass das Leid von so vielen immer noch ignoriert wird. Du musst das erst beenden. Wenn wir in unseren sicheren Häusern leben, sterben Menschen in Gaza in Zelten. Die Stimmen der Unterdrückten müssen gehört werden. Und nur gemeinsam, so wie heute, können wir laut genug sein, um aufmerksam auf das Leid der Palästinenser zu machen. Was bleibt uns anderes übrig, wenn wir nicht entschlossen und laut und jedes Mal, Woche für Woche, auf die Straßen gehen? Deswegen, lasst uns jede Woche und auch kommende Woche wieder, am nächsten Samstag, gemeinsam ein starkes Zeichen gegen die Vernichtungspolitik der rassistischen Regierung Israels für die Zukunft der Palästinenser setzen. Es ist unsere Pflicht, es ist unsere Verantwortung und es ist an der Zeit zu handeln. Also rufe ich euch alle noch einmal auf. Geht zu den Demonstrationen. Seid laut, hört nicht auf. Geht auf die Straßen. Nächste Woche, nächsten Samstag. Genauere Informationen findet ihr auf unserem Instagram-Channel.